Dann gucken wir mal, wie es dann weitergeht. Geht aber noch ganz schön weit nach vorne. So. Ich glaube, ich bin ein zu hoch. Ups, jetzt bin ich eins zu tief. Ja, machen wir das jetzt noch fertig, bis nach vorne hin. Ja, wie schon gesagt, momentan sieht das alles ziemlich wüst und kaputt aus, aber nach und nach wird sich hier jetzt eine richtig tolle Sache bilden. Da könnt ihr gespannt drauf sein. Am besten verfolgt ihr einfach die nächsten 100 Folgen und dann wisst ihr, was hier rauskommt. Ach ja, das gehört hier irgendwie auch dazu. Ist ganz zum Rand. Außerdem gab es noch ein bisschen Kohle dadurch. Morgen gehe ich in den Batman-Film. Also Lego Batman mit Gronkh als Joker. Ah, den erkennst du echt nicht wieder. Ich habe mir inzwischen Trailer angehört. Also, wenn da nicht draufstehen würde, dass es Gronkh ist, würde ich es nicht glauben. Also den haben sie gut noch hochgequetscht. Also entweder sie haben es mit Computer gemacht oder sie haben ihn die Eier abgeklemmt. Ich weiß nicht, was von beiden zutrifft. Also, wenn er bald in seinen Let's Plays, oder macht er überhaupt noch Let's Plays? Ich weiß nicht, der macht ja momentan so viel. Ich habe ihn auch so ein bisschen aus den Augen verloren. Seit er berühmt ist, hat er für mich so weniger Charme. Ich mochte ihn als einfacher Let's Player irgendwie lieber. Auch hier Cold Mirror, als sie einfach noch Harry Potter Parodien gemacht hat. Bevor sie wirklich bekannt wurde. War sie mir eigentlich auch lieber. Also man kann sagen, was man will, aber Ruhm verändert Leute und auch wie die Leute an ihre Projekte rangehen, das verändert sich dadurch alles. Von daher bin ich ganz froh, dass ich so derbe unbekannt bin mit meinen 50 Klicks pro Tag auf meine neuen Videos. So bleibe ich bescheiden. Ah, obwohl Bescheidenheit ist in meinem Wortschatz doch eigentlich gar nicht drin. Ich bin auch schon so übergeschnappt. Oh, das ist aber nicht gut. Naja, auch egal. Wollen wir einen Kies? Kies haben wir hier drin. Holz geht erstmal runter. Kies. Kann jetzt auch noch der eine Kabel mit rein. Oh, das kann ich doch eigentlich alles behalten. Sand. Ja, mal gucken. 1, 2, 3. 3 kann man behalten. Das da kann man auch behalten. Knochen. Wunderbare Sache. So, ab zur Schmiede war das, glaube ich. Ja, da lag das Zeug noch.
Und weil das jetzt schon gebrannt ist, benutzen wir das jetzt so vorher schon. Ja, hier gehört zumindest eine kleine Verbindung hin. Warum bin ich nicht durch den Keller gegangen? Weil Herr Iroh ja wieder einfach mal losrennt, ohne nachzudenken. Und soeben ist mir was aufgefallen. Heute ist der 10.2.17. Warum habe ich im Roaming Minecraft App Data Ordner? Also, das war jetzt die Reihenfolge, war jetzt total im Arsch, aber egal, ihr wisst, was ich meine. Wieso habe ich da Minecraft-Folgen drin? 1:33 Uhr, ist eine Stunde her. Die müssen ja beim Testen irgendwie da drin gelandet sein, aber wieso da? Wieso zum Teufel legt er dort meine Minecraft-Folgen ab? Ah. Huch! Das ist ja mal hübsch. Jetzt stürzt es ja nicht mal mehr ab, wenn ich hier Absturz habe. Das ist natürlich jetzt scheiße bei Vollbild. Wieso hat sich jetzt Cube World auf einmal gestartet? Programm schließen? Was ist mit meinem PC los? Hallo? Nicht öffnen? Wieso öffnet sich auf einmal Cube World? Interessante Frage. Und hopp. Wo habe ich das? Habe ich hier irgendwo ein Desktop-Icon, das ich außerdem geklickt habe? Nicht, dass ich wüsste. Das Schöne ist, die Aufnahme stürzt nicht mehr ab, also ich bin dann auch nicht mehr so abgehackt, wenn Minecraft sich aufhängt, warum auch immer. Wahrscheinlich schon wieder wegen den Hühnern. Immer in der Ecke hier. Also ja, die Hühner. Oder so viele NPCs. Wo kommt ihr denn alle her? Als ich hier gebuddelt habe, werden die sich vermehrt haben wie Sau. Heilige Scheiße. Papier gegen. Ja, da könnten wir ins Geschäft kommen, Jungs. Das könnte natürlich jetzt auch noch ein Faktor sein. Ach Gott, Klotzköpfe. Viele Klotzköpfe. Oh! Eine Armee von Klotzköpfen. Okay, das gefällt mir jetzt nicht. Also, sie sollen sich ein bisschen verteilen da. Am besten hüpft ihr hier rein oder geht auf den Friedhof durchs Netherportal und dann sehe ich euch in der Hölle wieder. Was NPCs wohl in der Hölle machen? Ob man denen da Häusern hinstellen kann? Ob die KI schlau genug ist? So. Jetzt nehme ich mir trotzdem mal so 6 Stacks Clean Stone mit. Oder auch 8. Ah, hellgrün brauchten wir ja auch, hatte ich ja gesagt. Das hier kann ich eigentlich auch mal einpacken. So, bevor wir jetzt zurückwatscheln, gehe ich schlafen. Aber ein interessanter Weg, den wir gerade genommen haben. An den konnte ich mich schon fast gar nicht mehr erinnern. Mal schauen. Bis zum Schnee. Also der ganze Sektor wird jetzt gerade von uns bearbeitet. Das ist eine schöne Fläche, die wir der Stadt dann einverleiben. Ungefähr so. So ungefähr wird das zulaufen.
sich nicht schlecht. Wartet mal kurz, hier geht mir gerade was auf den Zeiger. So. Hopp. Oh, ich finde das gut so. Das macht mich wesentlich flexibler. Und auch wenn ich mal so im Wiki gucke oder so, dann seid ihr live dabei. Also an sich auf jeden Fall eine Überlegung wert, ob man das nicht so nimmt. Ach, guck mal, die sind auch nachgewachsen. Ja, aber bei der Mob-Verwaltung, dass das Spiel abstürzt, wenn zu viele Mobs in der Nähe sind, da sollte Mojang mal nachlegen. Obwohl da andere auch ihre Hausaufgaben noch machen müssen. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, Starbound, auch ein Indie-Game, wie Terraria, nur in Space. Es geht aber hier ein bisschen zu weit. Naja. Dort kannst du auch ganze Städte bauen mit NPCs. Ja, ich sag mal, das macht am Anfang auch Spaß, nur so nach 20 NPCs, was für eine Stadt ja nicht gerade viel ist, fangen die Probleme auch schon einigermaßen an. Also da sollten sie auch noch mal nachlegen. So. Hier wollte ich aber hier ausprobieren. Also ich weiß, dass die normalen Blöcke schwerkraftsensitiv sind, aber wie ist das mit den richtigen? Ah, okay. Lass mal einfach mal hier liegen. Dann soll ja eine schöne Zementwand hin. Das wird eine sehr bunte Zementwand. Aber das werdet ihr alles noch sehen. Wir müssen nur den Zement dafür irgendwie feucht kriegen. Das wird so die größere Herausforderung an der Sache. Stein, Stein, Stein. So. Dann schauen wir doch mal, wie wir das hinkriegen. Lithos hat schon Texturen dafür. Nur ich muss sagen, ich weiß nicht, die Mojang-Texturen haben schon ihren eigenen Charme da. Dadurch, dass sich da Muster bilden wie eine Sonne oder auch, werdet ihr später sehen, ein Creeper-Face. Jetzt habe ich das Bild natürlich geschlossen, ich Idiot. Nee, warte mal, das kriege ich ohne Bild hin. Ah, ich habe die hellen Steine vergessen. Ach, ich bin doch ein Idiot. So. Nochmal bitte von Anfang an und jetzt an der Wand. Also wenn ich das so aufstelle, das müsste sich ja alle paar Blöcke wiederholen. Ja. Also kann man schon mal eine Reihe so machen. Jetzt mal gucken. Das ist der hier. Das heißt, das kommt dorthin. So. Ah. Und dann wahrscheinlich der letzte. Also das Muster ist die Arbeit wert. So, das müssen wir uns nur irgendwie merken, wie das kommt. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bis hier erstmal. 1. Und das war jetzt so platziert. Aber es geht, man kriegt das eigentlich ganz gut hin, wenn man einmal den Dreh raus hat. Hier hatten wir dann ja gesagt hellgrün. Nee, genau andersrum. So, ja. Müsstest du jetzt, glaube ich, so dran puzzeln. Ja.
Jetzt so, jetzt so. So. Es wird auf jeden Fall ein Hingucker hier. Na gut, da wir so wenig Lehm haben, Lehm werden wir nächstes Mal dann farmen. Habe ich heute keinen Nerv mehr zu. Es hat mir schon gereicht, dort eine Stunde dran zu sitzen, bis das überhaupt mal alles lief hier. Ich hätte dort erstmal den Boden fertig machen sollen. Aber wir haben ja gerade genug Stein dabei. Ja, den verbauen wir jetzt auch noch, den Stein, den wir haben. Und den da im Ofen. Dann drumherum die Reihe. Und dann Arschlecken. Mehr denke ich heute nicht nach. Nächstes Mal geht's dann ans Lehmschaufeln. Ich hoffe, dass wir da hinten auch noch ein bisschen Kohle finden, dass wir die Sachen direkt dort brennen können. Das wäre natürlich ganz toll. Dann kommen wir nämlich sofort mit der richtigen Ausbeute zurück. Gelb. Oh, Orange, warum nicht? Können wir auch mal ein paar Stacks gleich machen. Wenn wir Rot finden, warum nicht? Sind sicher alles schöne Muster. Was ich auf jeden Fall möchte, ist Türkis, weil Türkis hat das Creeper-Muster. So. Das heißt, wir brauchen auch noch normal gebrannten Lehm. Ja, dann nehmen wir dann auf jeden Fall unsere Schulker-Chests mit. Können wir dann ja so richtig vollpacken. Dann müssen wir nicht wie letzte Mal am Hafen alle Kisten voll machen und dann scheibchenweise alles mitnehmen. Dann machen wir die Schulker-Chests voll und dann hat sich das. Ein Hoch auf den Fortschritt. Hier. Den gleich auch bedeckt oder bebodet, wie man es nimmt. Oder auch nicht. Wird ja eh dunkel. Jetzt haben wir natürlich den Vorteil, wir kommen hier gut runter. Okay, ist ja gar kein Bett mehr. Dann gib mal alles her, was hier drin ist.
zwei Verzauberungen sind auch schon wieder drin. Stein haben wir dann noch über. So, hoffentlich reicht's. So, jetzt machen wir die beiden Angefangenen erstmal fertig und dann die letzten beiden, die noch fehlen. Schon eine gewisse Höhe von hier, also das wird auf jeden Fall zur Skyline der Stadt beitragen. Achso, komm noch hoch, gut. Ich dachte gerade, ich komme hier nicht mehr raus. Übrigens, Eingangshalle etc. kommt alles unten am Berg hin. Das heißt, das müssen wir jetzt hier nicht einplanen. Das wird ein extra Gebäude, denn der Museumspark wird auch quasi zum Museum gehören. Und dafür soll man dann gefälligst ja auch Eintritt zahlen. Wo wir jetzt hier schon so ein tolles Museum dann haben, würde ich vorschlagen, wir wollen ja unsere Stadt renovieren bei uns, dass wir vielleicht das Museum schließen, nicht das Museum schließen, die Bücherei schließen und hier dann nochmal eine etwas größere Bücherei hinstellen. Und wenn alles hart auf hart kommt und wir richtig viel Zeit haben, also immer, bauen wir hier dann noch eine komplette Universität hin. Und dann haben wir hier so ein richtiges Gelehrtenviertel. Dafür muss natürlich alles weg. Aber das sind jetzt Pläne bis 2020 und darüber hinaus. Also da müssen wir uns jetzt noch keine Gedanken drüber machen. Wir machen erstmal das hier fertig. So. Das ist so eine Idee halt, die sich ja dann doch durchaus aus dem Projekt hier ergibt oder ergeben könnte. Na. Fünf, sechs Stockwerke wird das Museum kriegen. Mindestens. So viele Kombinationen gibt es, die drei Blöcke, die wir ja ausstellen wollen, verschieden darzustellen. In dem 3x3 großen Würfel. 3x3x3 großen Würfel, so. Dreidimensional. Drei Koordinaten.
werde das nie mögen. Halbsteine in die Luft zu setzen. Ich muss es ja auch nicht mögen, ich muss es nur machen. Auch fertig. Dann noch einmal das Ganze. Dann gehen wir mit dem grauen Stein drumherum, machen das noch. So, weg damit. Haben wir noch genug? Ach ja. Oder werden wir noch viel mehr von brauchen? Überlegt, nach jeder Etage kommt so eine Decke. Na gut, die Mitte fällt ja mehr oder weniger raus. Die wird ja jetzt keine festen Etagen kriegen, sondern in der Mitte einen Hohlkörper haben. Kriegt auch irgendwann ein hübsches Gla eine Glaskuppel, habe ich mir vorgestellt, obendrauf in irgendeinem bunten Glas. Passt dann gut zum Hotel. Nur die Kuppel sollte etwas höher sein. Ich wollte gerade sagen, hatte der Turm nicht mal zwei Arme? Nee, hat er ja noch. Den anderen sieht man nur nicht. Das ist auch so ein Kunstwerk, könnte man sagen. Aus schwebenden Steinen gebaut. So.